Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Channel Castle Nerdskull. Heute möchte ich euch mal wieder ein Spiel vorstellen. Das steht ja schon, Valeria, Königreich der Karten aus dem Schwerkraft Verlag. Ein sehr, sehr schönes, kurzweiliges Familienspiel. Worum geht's? Natürlich um das Königreich Valeria. Wer hätte es gedacht? Das wird von fiesen Monsterhorden bedroht. Goblins, Skelette, Trolle, alles, was man sich so vorstellen kann. Der König ist mittlerweile alt und nicht mehr in der Lage, sein Königreich selber zu verteidigen. Ein Thronfolger hat er leider auch nicht. Also liegt es an uns Spielern. Wir schlüpfen in die Rolle von Herzögen, die ihre Armeen dann eben sammeln, aufbauen und gegen die Monsterhorden schicken, um so das Königreich Valeria zu verteidigen. Wie das Ganze geht, die Spielregeln werde ich euch jetzt einmal kurz erklären und danach sehen wir uns wieder zum Fazit. So, das ist jetzt der Spielaufbau für Valeria, Königreich der Karten. Es gibt natürlich viel, viel mehr Karten in der Packung. Das heißt, man kann so ein bisschen nach Vorlieben das Spiel variieren. Das ist jetzt einmal so ein Setup, was in der Anleitung empfohlen wird. Was sehen wir hier in der zentralen Auslage? Wir haben hier unten die Gebiete. Da werden zufällig aus den verfügbaren Gebieten 3 pro Reihe hingelegt. Dann haben wir hier in der Mitte die 2 Reihen. Das sind die Bürgerkarten, die man käuflich erwerben kann. Und hier oben die Reihe eben die einfallenden Monster. Außerdem gibt es Ressourcen, Gold, Kampfstärke, Magie und Siegpunkte sowie Erschöpftkarten. Von den Erschöpftkarten werden bei Spielbeginn 2 pro Spieler, also sprich, wenn wir jetzt zu dritt spielen, wären das 6 Karten rausgelegt. Die spielen noch eine Rolle für die Ende oder das Ende des Spiels, wie das eingeläutet wird. Außerdem bekommt jeder Spieler noch 2 Herzogkarten, von denen er sich eine aussuchen kann. Das ist quasi so eine Siegbedingungskarte, also worauf man spielen könnte, um viele Siegpunkte zu erhalten. Und dann geht es auch schon los. Reihum werden die Würfel gewürfelt, also der aktive Spieler würfelt die Würfel und generiert damit 3 Zahlen. Einmal die 6, einmal die 5 und einmal die 11. Also das eine Ergebnis, das andere Ergebnis und die Summe von allen denen. Und natürlich habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen. Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler natürlich noch 2 Startkarten, sonst wird das nichts. Und das sind ein Ritter und ein Bauer mit der 5 und der 6. Das heißt, mit dem gewürfelten Ergebnis ist das sogar richtig gut, weil es werden immer die Karten aktiviert, deren Zahl gewürfelt wird. In dem Fall der Bauer durch die 5 und auch der Ritter durch die 6. Jetzt hat jede Karte hier unten 2 Bereiche. Einmal mit dem einen Männchen, einmal mit den vielen Männchen. Das ist einfach, wenn ich diese Zahl gewürfelt habe, bekomme ich das. Wenn jemand anderes die Zahl gewürfelt hat, bekomme ich das. Bei den Startkarten unterscheidet sich das jetzt nicht. Hier ist es immer ein Gold, hier ist es immer ein Kampfstärke. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal die Klerikerin ansehen, da würde man 3 Magie bekommen, wenn man selber die 1 gewürfelt hat. Und eine Magie, wenn irgendjemand anderes die 1 gewürfelt hat. Und damit sind wir schon bei einem coolen Faktor des Spiels. Man bekommt immer Ressourcen. Egal, ob man selber gerade dran ist und würfelt oder ob jemand anderes die Zahl gewürfelt hat, derer Person, die man in seinem Königreich hat. Der Startspieler bzw. der aktive Spieler hat dann noch 2 Aktionen, die er vollführen kann oder ausführen kann. Er kann einen Bürger kaufen. Er kann ein Gebiet erobern, er kann Monster besiegen oder er kann sich einfach eine beliebige Ressource nehmen, wenn er mit seiner Aktion nichts Besseres anzufangen weiß. Bürger kaufen ist ganz einfach, man bezahlt die Summe, die hier unten steht, an Gold. Warum steht da immer ein Plus? Es ist so, dass die Bürger teurer werden, je häufiger man das Exemplar schon hat. Das heißt, meine erste Klerikerin würde 3 Gold kosten. Wenn ich schon eine habe und eine zweite Klerikerin kaufen möchte, kostet diese schon 4 Gold und so weiter. Ja, das heißt, der erste Bauer, den ich kaufen möchte, der kostet mich 3 Gold, weil ich habe ja einen Bauer zu Spielbeginn bekommen. Und so kann ich eben diese Bürger kaufen. 2 Aktionen. Ich kann also auch 2 Bürger in einer Runde kaufen.
Ich kann auch ein Monster besiegen. Die Monster sind so aufgebaut, dass sie hier links immer die Bedingungen haben, die man benötigt, um das Monster zu besiegen. In dem Fall müsste man 2 Kampfstärke abgeben. Hier unten ist immer die Belohnung, die man dann sofort bekommt, in dem Fall ein Gold. Und hier die Siegpunkte, die das Monster ganz am Ende in der Schlusswertung wert sind. Außerdem hier oben noch die Symbolik, welche Gattung dieses Monster gehört. Das kann später im Spielverlauf wichtig sein. Oder ich besetze oder erobere hier eben Gebiete. Dafür muss ich allerdings nicht nur das Gold zahlen, was hier aufgedruckt ist, sondern ich benötige auch Bürger mit den entsprechenden Symbolen in der entsprechenden Anzahl. Die Startbürger haben keines dieser Symbole, während, der Ritter, den man später kauft, schon eines dieser Symbole hat. Und da gibt es eben unterschiedliche. Hier zum Beispiel braucht man 3 der Arbeiterklasse und so weiter. Die Gebiete bringen dann besondere Vorteile. Entweder eines, das immer wieder eintritt, zum Beispiel hier zu Beginn deiner Aktionsphase passiert dieses oder jenes. Oder ein einmaliger Effekt wie hier, die Splitterhand. Du erhältst sofort einen Bürger der Kleriker- oder Heiligenklasse. So geht das Spiel Reihe um, bis eine der Endbedingungen eintritt. Das Spiel kann enden, wenn alle Monster besiegt sind oder wenn alle Gebiete erobert wurden oder wenn die Erschöpftkarten leer sind. Ich hatte ja gesagt, 2 pro Spieler kommen rein und sobald irgendein Stapel leer gekauft ist, kommt dort eine Erschöpftkarte hin oder ein Monsterstapel besiegt wurde. Auch dann haben wir hier eine Erschöpftkarte. Und wenn alle Erschöpftkarten liegen, auch dann ist das Spiel vorbei und es folgt eine Endwertung. Dann guckt man eben, wie viele Siegpunkte haben die Monster gebracht, die ich besiegt habe, wie viele Siegpunkte haben meine Gebiete gebracht und wie viele Siegpunkte bringt mir denn noch mein Herzog. Und ja, im Groben und Ganzen ist das Valeria, Königreich der Karten. Relativ easy, relativ spaßig und jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Ja, ihr habt es gesehen, Valeria ist kein komplexes Spiel. Es ist ein Familienspiel und das ist meiner Meinung nach auch gut so für das, was es sein will. Ein glückslastiges, spaßiges Familienspiel mit einem echt tollen Setting. Ihr werdet es gesehen haben und bemerkt haben, das Spiel hat eine ganze Menge von Machikoro übernommen, nämlich eigentlich das komplette Spielprinzip. Man würfelt und die Zahlen ergeben dann einen Ertrag, den man durch seine Karten generiert. Was Valeria für mich besser macht, ist das Setting. Klar, auch das ist hier aufgesetzt, man würfelt und generiert Ressourcen, aber nichtsdestotrotz hat mich das bei Machikoro nicht so angesprochen. Dieses Stadtaufbauen, die Illustrationen, ja, das war alles solide, das war nett. Das hier ist richtig cool. Das Setting und vor allen Dingen das Artwork von The Miko finde ich persönlich richtig geil. Das schafft eine thematische Grundlage, wo ich es gerne spiele. Ich rekrutiere gerne Tempelritter, Paladine, Zauberer und kämpfe eben gegen Goblins, Orks und was es da so alles gibt. Das macht es für mich persönlich thematisch super ansprechend und alle, die auf Fantasy stehen, denke ich mal, denen wird es genauso gehen. Vom Spielprinzip bleibt es irgendwo beim Alten, außer dass man, wenn ich mich recht erinnere, hier 3 Ergebnisse mit den Würfeln produziert. Bei Machikoro waren es, meine ich, nur 2. Ja, aber das funktioniert. Jetzt habe ich in der einen oder anderen Rezension, unter anderem von The Dice Tower, Tom Wessel, gesehen und gehört, dass dieses Zuspammen mit Ressourcen, dieser Überfluss an Ressourcen, ein negativer Aspekt des Spiels ist. Kann ich nicht teilen. Ich finde es gut, dass man viele Ressourcen bekommt, dass man eben nicht 3 Runden dann auf irgendeine fette Karte sparen muss, sondern dass man im Prinzip jede Runde mit seinen 2 Aktionen, die man hat, auch ordentlich was kaufen kann. Ja, das schafft so eine gewisse Befriedigung, dass man immer schön Karten kaufen kann, um seine Engine dann eben in Gang zu kriegen, weil es ist ja auch kein ultra langes Spiel. Ich habe nicht viel Zeit, um zu sparen oder so, sondern ich muss jede Runde ordentlich was kaufen und das ist auch gut so. Mich stört es nicht. Ich finde es sogar gut, dass man jede Runde ordentlich was machen kann. Klar, es ist absolut glücksabhängig, was gewürfelt wird. Man kann das ein bisschen durch geschicktes Kaufen der einzelnen Karten
durch Wahrscheinlichkeiten ein bisschen eingrenzen, aber schlussendlich bleibt es Glück, welche Zahlen gewürfelt werden. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil dafür Hazard hat eine recht kurze Spieldauer und spielt sich einfach flott daher. Es macht Spaß, auch wenn die Zahlen, die man gewürfelt hat, nicht zu den Karten passen, die man sich gekauft hat. Das ist in Ordnung. Für mich persönlich ist Valeria ein wirklich schönes, flottes, unkompliziertes Familienspiel mit einem klasse Setting, mit einem klasse Artwork. Wenn man etwas auszusetzen hat, dann eben, dass es wirklich nicht komplex ist, ja, und dass der Preis des Spiels vielleicht auch etwas anderes verspricht als einfach nur Karten, als einfach nur ein aufgeblähter Machikoro-Klon. Ja, kann ich verstehen. Machikoro ist in der Range von 10 Euro. Das hier ist in der Range von über 40 Euro. Ja, kann ich verstehen, dass da der Preis kritisiert wird. Aber das sind wir halt eben vom Schwerkraft Verlag gewohnt. Kleiner Verlag. Nichtsdestotrotz hat mir Valerian echt viel Freude bereitet in den vielen Partien, die ich jetzt gespielt habe. Es ist solo spielbar, das sollte man vielleicht noch erwähnt haben. Spieldauer, wie gesagt, 30 bis 45 Minuten, auch recht kurz. Mir gefällt es. Ich vergebe gute 8,5 von 10 möglichen Punkten für Valeria und kann es wirklich nur jedem empfehlen, der Machikoro mochte, dem das Setting nicht so gefallen hat, der total auf Fantasy steht, der vielleicht auch Domiko gut findet als Artist und der bereit ist, für dieses Spiel auch 40 Euro auszugeben. Ich sage beide Daumen hoch für Valeria und ihr lasst mir wirklich auch einen Daumen da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ein Abo, was auch immer. Lasst mir Kritik da oder sagt mir, was ihr von Valeria haltet. Und das war mein Review zu Valeria. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.